Herzlich willkommen zum Gemüsefarm-Podcast. Und heute hat mein Co-Moderator Tom Arte uns was ganz Feines mitgebracht. Hallo Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse, genau. Ich habe uns heute mal ein Spiel mitgebracht. Wir hatten länger kein Let's Play. Und wir spielen heute No Male Heroes. The game is rigged. Can you beat it? Und das ist so ein Spiel, da geht es halt um, naja, im weitesten Sinne um Feminismus oder wie soll ich sagen, um Sexismus in Videospielen. Verrat mal nicht zu viel, oder? Dann. Ja, der Titel gibt es ja schon her. Aber Ja, vielleicht, was wir was ja, verraten können. Das Spiel ist gemacht von denselben Machern, von denen, die auch diesen Schwurbel-Simulator gemacht haben. Weißt du, erinnerst dich noch? ja. Ja, Da ja, ging es ja. um, wie haben sie nochmal gesagt? Jetzt ist mir wieder der Begriff entfallen. Ja, nicht Stammtischparolen. Plattitüden, genau, Stammtischfrauen, ja. Stammtischparolen, genau. Da sollte man lernen, wie man gegen Stammtischparolen argumentiert. Und das ist, glaube ich, so ihr erstes Spiel, das ist von 2014. Ist aber leider auf Englisch. Also, wir haben es nicht Ja. geschafft, trotz deutscher Fördergelder das zu übersetzen bisher. Ich weiß nicht mal, ob das gefördert wurde schon, das Spiel. Also das würde ich jetzt mal ausschließen. Ich glaube, das ist einfach so von denen entwickelt, weil die, naja, weil die sind, wie sie sind. Wir haben es kurz angespielt, um so ein bisschen die Steuerung und so zu verstehen. Und ja, also wir sind gefühlt ja 1% bald gekommen. Wir Ja, mal wären. sehen, ob wir es überhaupt schaffen. Ja, richtig. Oder ob wir in Griechenland stranden. Ja, see, Bury Me My Love, genau, das war ein anderes Let's Play von uns, das war legendär. Schaut da gerne rein. Also gerade ab der zweiten, dritten Folge war es einfach nur bombastisch. Ja. Und wir haben uns dafür entschieden, die Dialoge, die kommen, nur sinngemäß oder thematisch, inhaltlich zu übersetzen, nicht alles einfach wortwörtlich zu übersetzen, Genau, denn das, es sonst ist sitzen wir halt hier ewig. viel Gelaber. Genau, Mit wir wollen einfach nichts. so ein bisschen die sogenannten Talking Points, die Argumente, die sie hier bringen, zusammenfassen. Aber jetzt jeden einzelnen Satz werden wir hier nicht vorlesen und übersetzen. Und in dem Sinne steigen wir mit Version 1.1 ein. Genau, bitte sehr. So, es gibt das meine Trigger. Oh, sogar, es gibt sogar Kidnapping. Aha, also es Was geht zur um Hölle? Szenen und Diskussionen von Sexual Assault, Misogyny, Kidnapping, Abuse, Suicide. Okay. Also die ersten Also beiden hätte ich ja noch erwartet, aber die letzten Vergewaltigung, Kidnapping. Na gut, Suizid. warte, ich kann dir jetzt schon sagen, warum. Ich kann dir jetzt schon sagen, Erzähl. warum. Naja, es geht ja hier um Sexismus in Videospielen. Und wer wird immer gekidnappt? Zum Beispiel die Prinzessin Peach in Mario. Ah, okay. Die ist So. immer so die Damsel in Distress, wie man so auf Englisch sagt. Also die Die Jungfrau in Amseln, Nöten. ja. Okay, los geht's. So, Wir kriegen eine E-Mail vom Hey Neil. Also wir sind wahrscheinlich Neil. Wie geht's so? Ich bin so excited about Jungle Raider. Okay, das kommt wahrscheinlich heute raus im Spiel. Okay. Der Typ geht zum Store, um's zu kaufen. Gut, okay. Und wir sind dieser chlorreiche Mann hier. Ja, also wieder aber sieht schon. Okay. Ja, okay. Okay, bla bla bla. Ah, guck mal hier, Lawrence Croft ist natürlich auf Laura Croft eine Anspielung. Ja. Okay. Es klopft. Aha, hast du nicht das Gefühl, dass irgendwas falsch ist? Der geht jetzt so in die Matrix Ah, rein. jetzt Ist kriegt er so jetzt. das Englischen auf der Schulter, dieses, was so einflüstert hier anscheinend, Ja, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Brauchst vielleicht etwas mehr Zeit, um es zu realisieren. Wie gute Computer. Okay, ja, dem wird jetzt hier eingeflüstert. Dann machen wir weiter. Das alles schlecht ist. Wir treffen uns bald wieder. Okay, jetzt wird gebootet. Der hat irgendeine So. Störung. Jetzt musstest du, glaube ich, was machen. Ach, wer spricht denn hier mit dir? Jetzt Ach, die spricht Leslie. meine Frau anscheinend hier. Ja, die ist aber hübsch. Okay. So, Frühstück fertig machen. Please hurry up, I have to go to work soon. Aha, ist schon interessant, auch hier die Rollenverteilung. Ne? Sie ist die Arbeiterin, Und er sie ist der geht Hausmann, raus, ja. erster Hausmann und macht jetzt das Frühstück. Oh, hier Also, mit Before Time Runs Out, also hier mit. du musst jetzt Kaffee und Eier machen. Also musst Ja. du, wir haben, gut, das muss man dazu Das sagen, haben wir wir haben ja noch vorhin schon ganz angespielt. kurz angespielt. Also gehst wahrscheinlich an den Kühlschrank, genau, nimmst dir Bacon raus. Das. Oh, Eggs and Bacon are fried, okay.
Das kannst du ja wahrschelich jetzt Muss ja bringen, noch wenn du den die Kaffee ansprichst. bringen, oder? Ja, Ach so, so. alles klar, den Kaffee. Und Das ja, war's, glaube ich, Tickets haben wir oder? Mehr alles. hat die doch Jetzt nicht, spricht ne? die mal an, die Tante. Lecker, sagt sie, okay. Du bist schlecht. Oh, sorry, du bist schnell und das Frühstück ist fantastisch. Also bis jetzt noch sehr harmonisch hier. Ja, genau. Glad to please as always. Was ist das für ein Kack? Warum hast du an deinem Rechner rumgeschrien? Aha. Ah, ich Ah, es ist verstehe das schon, alles so ein worum es bisschen hier hier geht. rumgedreht. Okay, Genau, genau. Okay, das ja. müssen wir jetzt mal zwingend vorlesen, sonst wird es für die Zuschauer nicht klar oder Zuhörer. Genau, also er hat gerade gesagt, dass er sich dieses neue Spiel darauf freut. Er hat einen Trailer gesehen und jetzt sagt sie: Ah, dieses Spiel mit dem hübschen Typen. Ich liebe dieses Spiel. Ein tolles Action-Adventure. Und du hast was Schönes zum Anschauen. Also, so ein bisschen, naja, so ein bisschen dieses Argument, dass Lara Croft sexualisiert wird in Tomb Raider. Ja, dieses Mensch, die kann ja drei Sätze gerade aussagen und hübsch ist sie auch noch anzusehen. Ja, Genau, ja. schau dir mal diese Polygon-Titten an. So, er ist nicht nur hübsch, weißt du? Okay. Ja, okay. Ah, also wo das hingeht, ist schon so offensichtlich. Ich habe mir den Trailer angeschaut und dann ist was passiert. Ein Virus. Aha. Die Leslie weiß das natürlich, jetzt wird hier so Ja. womansplained. Also, Stimmt, stimmt, ja. stimmt, ja. Du bist doch zu doof, Neil, um den Computer zu verstehen. Aha. Okay, sie hat den Virus, davon hat sie gehört. Okay. Ich habe deinen PC konfiguriert für die perfekte Online-Safety. Wie konntest du den Virus gegen. Ja, das ist wirklich hier so dieses verkehrte Rollending. Verkehrte Welt-Ding. Aha, Kathy kommt zum Dinner. Ach, sie schaut sich den Computer an. Na klar, die Kathy kann das. Typ ist zu blöd dafür. Tomb Runner statt Tomb Raider. Okay, ja. Ja, genau. Ja, nee, Jungle Raider heißt er, ja. Ah. Bei Forces of War 4 von mir. Das soll vielleicht God of War sein, könnte ich mir vorstellen. Eine Anspielung auf God of War. Na, wird man dann merken. Oder vielleicht Call of Duty oder sowas. Die hat ja hier wirklich einfach nur Klischee-Dialoge geschrieben und die Icons ausgetauscht, dass da jetzt eine Frau ist. Ja, so ein Und bisschen, ja. Heute ist letzter Tag in der Firma. Ich kriege ihren Job. Okay. Also die freut sich, einen neuen Job zu haben, die Leslie. Gut, weiter. Zack, zack. Ah, die freut sich, was er kocht. Ja, also er ist so ein bisschen der Kack, der Hausmann einfach. Sie love you too, okay, klar. Jetzt Ja. verpiss dich. Als Hausmann treiben mich nur zwei Fragen um. Was soll ich kochen und was soll ich anziehen? Ja, genau. Wo ist das her? Ist das ein Zitat Es ist gewesen? so eine Werbung irgendwie aus den 60er Jahren Ah, gewesen. okay, alles klar, alles klar. Ah, okay, sie ist jetzt rausgekommen. Ich könnte das Badezimmer sauber machen oder zum Laden gehen oder Fernsehen schauen. Aha. Ja, Mensch, Ja. richtig, richtig viel Arbeit hier für den ganzen Tag. Also, Ganz ehrlich, er du wolltest lebt ja doch im nicht so Paradies. strecken. Geh mal direkt zum Shop, wenn du jetzt die Wahl hast, ja. Mensch, ich dachte, wir machen hier den Nee, jetzt hier noch rumputzen. Aufräumsimulator. Ja, gut. Ja, machen wir weiter. Oh! Ah, Oder oder ich ich könnte könnte das das Haus Hause. anzünden, um den Tag ein bisschen aufzupeppen. Okay, alles klar, alles klar. Ja, Jungle Vader muss er kaufen. Okay. Ist das hier mein Schlüssel fürs Auto oder so? Ah, Vielleicht. Ah ja, er tatsächlich. nimmt die Autoschlüssel. Kannst du jetzt direkt rausgehen? Oder beschwert er sich dann? Das ist Ach das so, das ist. Ah, hier Schlafzimmer kann ich oder das sauber machen, Badezimmer. okay. Was haben wir Genau. hier Ja, noch? unten war Okay, die da muss Tür, ich die unten raus, Leslie ja. da unten raus, genau. Der Kack muss unten raus. Ich So. mag aber die Optik tatsächlich. Ja, das ist gar nicht schlecht, das ist echt schön. So ein bisschen wie alte Ja, PlayStation ist. 1 Ja. Rollenspiele, solche Oder so Pokémon JRPGs. irgendwie erinnert's dran. So, ah, jetzt bist du direkt schon im Laden und du So, brauchst das eine müssen wir Copy von kaufen, Jungle ne? Raider. Forces of War, genau. The Sorceress, also Zauberin. Sie befreit die Fantasiewelt Und von fickt rum. Mutanten und fickt schöne Jungs, okay? Ja, oh Gott. Ah, warte, warte. Ah, Was? den Satz hier fand ich noch interessant, den zweiten. Kannst du das bitte nochmal anmachen? Vielleicht sagt er nochmal dasselbe. Oh. Oh, jetzt sehen wir hier das Spiel. Forces of War 4. Der Plot um Sergeant Sarah Striker wird immer dünner, okay? Ja, das soll schon so ein Call of Duty-Ding sein, das wette ich. Ah, oh, jetzt müssen wir ja Gewissensfragen stellen. Wir haben nur $70.
Kaufen wir das oder kaufen wir Jungle Raider? Ah, okay, du hast dann ja genug Geld für Jungle Raider, klar. Nee, dann natürlich nicht. Ich meine, wir wollen ja das Spiel für uns. Aha, So, wir ich gehe können uns nochmal noch hier andere hoch, ja. Spiele anschauen. Ja, Oh, genau, ich kann. vielleicht. Oh, ich kann. Ah, jetzt, okay. Genau, den zweiten Satz hier. Du kannst Bilder sammeln, ach so, von den Kerlen, die sie verführt hat in dem Spiel. Ah, ja. Und einer steckt halt in so einer, naja, in so einer Unterwäsche nur. In so einer Rüstung, ne? Rüstungsunterwäsche, ist ja so eine Kettenhemdunterwäsche, Ja, genau. ja. Ja, auch hier wieder dieses verkehrte Rollending, dass halt in Videospielen die Weiber immer leicht bekleidet sind. Gerade ein Rollenspiel. Da liegt ein Zeitschiff, die können wir nicht angucken. Okay. Zocken kann ich auch nicht. Kann ich jetzt zocken? Nee. Nee. Gibt's da hinten noch was? Ja. Nee. Und die Rechner unten, kannst du da was machen? Nee. Nee. Aber an sich Kann ist es schon vielleicht, ich gar kann nicht ja mal die, uninteressant die gemacht. Tussi anfragen. Genau. Fly Ach of so. Duty. Okay, das Ja. finde ich gut. Das ist dann eher so Kotz, ja. Fly of Duty statt Call of Duty, sehr schön. So, kann ich die hier in den Tresen ertreten? Bestimmt, die Ja. Helen. Was kann ich für dich tun? Level Generator. Ein Action-Adventure, ja. Vor allem, Das sollte irgendwo ist im es rechten Teil des irgendwo ist Shops es da sein. viel Spaß beim Suchen. Im rechten Teil des Shops, hat sie gemeint, ja. So, was haben Ja, wir? dann. Was haben wir links noch? Hardware oder was? Oh, was ist Hardware, ja, hier? Ist das Telefone. hier? Ist das mein Kumpel? Ach Ach so, nee, stimmt, okay. der am Anfang, der hat dich angerufen, also stimmt. Nee, Ja. das ist er nicht. Gut, Okay. ich quatsch bloß noch die hier an oder. Ja, genau. Haha, Solltest du nicht zu Hause solltest. sein und Telenovelas gucken, du alter Hausmann. Das ist so richtig, das erinnert mich so an diese Pokémon-Dialog. Solltest du nicht im hohen Gras rumlaufen, Ja, sinngemäß, irgendwie sowas. ja. Ja, Ich kaufen wir habe jetzt meine hier. Freundin verloren. Weißt du, wo sie ist? High on Celebrity 5. Frauen Frauen fahren fahren und und Männer in Männer in knappen Eggshorts. Hosen, ja. Ja, okay. Also so Need for Speed-mäßig halt wahrscheinlich. Ja. Ein gutes Spiel, aber ich wünschte, ich Bin könnte ein als Mann. männlicher Fahrer spielen. Ja, natürlich. Ah, ist das krass. Verdammt, wo ist Jungle Raider? Ich habe überall gesucht, aha. Besser den Cashier fragen. Ah, und die ist Frag jetzt mal nochmal bestimmt, den ich wette, Kassierer. Jetzt die ist jetzt so wird's bummelst übelst flehen. herablassend. Die ist, ja, genau, die wird jetzt übelst herablassend sein. Das ist so doof. Hast du noch Hilfe? Wie das mit Forces of War 4? Hast du in der Spielesektion geguckt? Ja. Vielleicht hast du nach PC-Spielen in der Konsolensektion geschaut. Ah, a common mistake for casual gamers. Ja, genau, weil du Das, als das. Mann bist du natürlich nur ein Casual. Ja. Wie gesagt, verkehrter So, Weg. so ein Handy-Packet hier. So. Ich bin kein Casual Gamer. Mein Ah, oh, Gott. kleiner Bruder saß auch mal neben mir, während ich gespielt habe. Er nennt sich auch Hardcore-Gamer. Okay, jetzt sagst du uns, wo das ist. Ja, ich versuche ja nur hilfreich zu sein. Ja, es ist halt wirklich dieses verkehrte Bild. Und es ist ausverkauft. Ah, sie hat nur 5 Kopien. Oh, warte, jetzt kommt's. Ah, es ist ein Spiel mit einer Ah, kleinen okay. Zielgruppe. Ja, Und er okay. hat sich jetzt gerade noch beschwert, ja, warum habt ihr nur 5 Kopien, wenn das so gut reviewed ist und alles? Warte mal, das Spiel ist von 2014. Also die Kritik geht ja schon auch völlig daneben, weil schon seit vielen, vielen Jahren kaufst du Spiele vornehmlich digital. Und da gibt's nicht, dass irgendwas ausverkauft ist oder zu wenig. Vor allem am ersten Tag. Also sowas Albernes. Ja. Die Hälfte der Gamers sind Männer. So. Sir, bitte. Ja, lass mal protestieren. Lass mal hier so richtig. Mach mal die Karen. Ja, Was genau. Ich will mit dem Manager was ist sprechen. der männliche Name für Karen? Ich sag's nicht. Karen? Nee, nee. Karl? was? Bla, bla, bla. Also, ja. Ich werde Der mich macht wirklich den beschweren. Kevin. Ja. Ja, So, wir genau, ist möchten aber jetzt ein noch den Customer Manager sprechen, Service. oder? Ach nee. Fakeboy-Geeks, the worst ever. Ah, okay. Das ist halt so dieses Ding, ja, dass Gamer sagen, so eine Fake-Gamerin. Ein Gamer-Girl. So fake, ja. Nichts. Lustig, lustig. Okay.
Kaufen wir jetzt trotzdem noch das 70-Euro-Spiel hier? Dollar-Spiel? Naja. Oh. Aha. Neil gets Hypnotic Olds, the Wizard for free. Ah, okay. Das Das war hast du ja jetzt gratis einfach. bekommen. Das ist halt das Force of War. Ich meine, wenn wir jetzt noch Geld übrig haben, könnten wir es eigentlich kaufen. Dann wird Ja, unsere Frau komm. glücklich. Vielleicht gibt es dann Sex. Dann müssen wir es Neil dann kauft jetzt, Forces of War. dann müssen wir dann die 70 Hälfte Dollar. der Aufnahme zensieren. Musst du jetzt noch zur Kasse gehen oder hast du es jetzt einfach schon? Okay, na Jetzt hier gut. raus. Jetzt hast du wahrscheinlich 5 Sterne wie in GTA und jetzt kommen die Bullen und alles. Und die Panzer. Auf zu Maikanau. Er muss noch kochen, okay. Alles klar. Da bin ich. Ja. Ja. Dein Auto ist wahrscheinlich links im Bild oder so. Das Grüne wahrscheinlich. Oh, Nice. geil, jetzt werden wir hier noch belästigt. Ja. Hey Cutie, nice Quatsch, also schöner Schritt. Es ist Ah, dieses okay. Carter Calling. Ja, genau. Wo ist denn die zweite? Wo steht denn die Ja, zweite? stimmt, wir sehen ja nur die rosahaarige. Klatscht die mir jetzt auf den Arsch oder was passiert? Jetzt kommt's. Ah, die verfolgt dich. Ah, Ja, das ist ja geil, geil. geil, geil. Das ist geil gemacht, muss ich sagen. Ja. Das finde ich cool. Finde ich cool. Warte, mal Die gucken. Ach, die lässt sich Steuerung ist echt ein disposen. bisschen mit Verlust. Warte mal, krieg ich das hin? Wirklich? Ja, genau, das sieht sich nicht. Geil, geil, So. geil. Helfen Sie mir. Bitte helfen Ah, Sie das mir. finde ich ganz witzig gemacht. Ja, genau. Oh, Ich werde jetzt hier. verfolgt. Oh, Oh, jetzt jetzt kommt die werden wir nächste. hier die. Jetzt gibt's ein Sandwich. Schau, wer da ist. Genau, jetzt gibt's ein Sandwich. Aha. Ja, die tun dich jetzt ein bisschen hässeln. Könnten gute Freunde sein. Denkst du nicht auch? Wollen wir sagen, helfen Sie mir, Hilfe, bitte helfen Sie Ja, bitte helfen Sie mir. Es sind zwei Frauen, du kannst sie einfach verdrechen. Das war herrlich. Ah, jetzt schlagen die dich, oder was? Ja, anscheinend. Ich. Du scheiß hässliches Stück. Scheiße, okay. Jetzt Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, schreist du? Okay. Oh, es hat was Ah, gebracht. jetzt kommt die Alte da an. Helfen Sie mir. Aha, und die helfen soll Oh tatsächlich nein, etwas. mein Videospiel ist weg. Oh. Ach, haben die das gerade weggenommen? Noch Ich nicht, habe aber gar nicht, gleich. habe ich überlesen. Er hat mir Okay. gerade einen kritischen Schlag verpasst. Oh, get his pants down. I hold him down. Okay, also jetzt kommt es hier zu einer Vergewaltigung quasi. Ah, jetzt kommt hier doch noch eine andere Type. Die Oh. Mary, lass ihn los, jetzt. Aha. Geh einfach weiter. Ich hab dich gewarnt. Schlampe. Ja. Boah, jetzt tut die Mary die verdreschen. Übelst die Jawohl. Effekte hier. Ich hab schon gedacht, jetzt kommst du Ja, so Pokémon jetzt so 2 gegen 2, so. ja. Dö, Düm, 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 Haut ab, Ladies. Okay. Boah, Mary hat aufgelevelt. Jawohl, die ist jetzt Level 20. Aber wir sind übelst Aha. verdroschen. Ja, der blutet sogar den hier. Ja. Oder hat er Dieser Nasenbluten, weil er das Unterhöschen gesehen Kack. hat? Ja, genau, wie bei Dragon Ball. Ja, steh auf, sagt sie. Okay. Aha, du hattest eine wichtige Mission. Du bist süß, sagt Mary. Ah, okay, ich verstehe. Ja, das soll hier auch so das Ding sein, das in den Videos, Der also weiße Ritter. für die Zuhörer, genau, wir können sie jetzt küssen, so ein bisschen als Belohnung. Das wird ja, also von der Anita Sarkeesian zum Beispiel, auf der das Spiel so ein bisschen basiert, immer so angekreidet. Ja, das in den Videospielen ist das so eine Belohnung, genau, das, die Frau ist die Belohnung. Zum Beispiel Mario ist so ein Beispiel. Du rettest die Prinzessin, dann küsst sie dich am Ende. Wollen wir hier Hard to Get spielen? Also ja, no. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Typ wäre, mich rettet eine Frau, würde ich jetzt auch nicht gleich küssen. Und als Mann natürlich genauso, andersrum. Also wenn ich jetzt eine Frau wäre, mich rettet ein Mann, Also würde ich auch so eine erwarten. wie wir in Sachsen so schön sagen, nu ja, nee. Nee, so und jetzt wird sie bestimmt übelst sauer sein. Wie wär's mit ein bisschen Geld stattdessen, okay? Relax, es ist nur ein Kuss, okay? Bitte nicht. Ja, es ist ein bisschen undankbar, aber okay, sagt sie. Okay. Wir haben ja gar kein Geld Sie mehr, was muss wir ihr geben weiter. können. Ha, haben wir sie ausgetrickst. Nee, er hat ja nach Geld gefragt. Ach Der so, Neil wollte doch nee, Geld, für die ja. Rettung wollte sie Geld Ach haben. so.
Ach so, Wir okay. wollten uns Was sozusagen ist gerade freikaufen. passiert? Ja, okay. Ich will jetzt nur nach Hause. So, jetzt ruft, wird er angerufen von der Leslie. Aha, und die ist jetzt ihre Beförderung. Wurde angegriffen. Aha. Nimm ein Taxi, sie kommt gleich nach Sie ist Hause. der Okay, alles fürsorgliche klar. Ehemann. Ja, ja, ja. Kinderzeit. Ah, das ist schon Kapitel 4. Alles tut weh. Better clean myself up. Okay. Gut, also müssen wir Zimmer uns jetzt ein bisschen absagen. hier waschen. Das ist nicht mehr so. Ach nee, das Ja, Bad und war dann hier, wahrscheinlich ne? ans Telefon gehen, um dem Peter Bescheid zu sagen, dass wir vergewaltigt wurden. So, Ich jetzt hier genau, wasch rein. dich. Vielleicht am Waschbecken? Oder pissen? Ah ja, hier so. Ah, okay. Seife, bisschen Triazolam. Desinfizierungsmittel. Okay, irgendein Schmerzmittel wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oh, ich würde sagen, wir nehmen viele Schlaf. Oder? Na, warum? Warum nicht? Also Ja, gut, ich los. krepiere dann hier. Ja, genau. Oh, es endet hier und jetzt. Neil nimmt da viele. Ach du Scheiße, nicht, dass wir jetzt Oh, tot sind. Das ist schon. das war ja Suizid, war ja Thementeil. Wir haben nicht gespeichert, weißt du? Also vielleicht willst du doch mal zwischendrin speichern. Was ist das? Sagt er jetzt. Also er ist ein bisschen Oh, tot. tatsächlich. Game over. Ach du Krass, Scheiße. Ja, krass, ich hoffe, wir krass. haben einen Checkpoint wahrscheinlich bei Kapitel 4 oder Okay, haben wir so. nicht. Oh. Oh nein! Ernsthaft? Ja. Ah, da müssen wir jetzt auch durchwaschen. Ja, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na gut. Eieiei, sorry Leute. Das ist natürlich ein Müssen wir großer nochmal den Mist. Qualitätscontent spielen? Ja, genau. Also nochmal schnell die Eier machen, frühstücken so. Eier, wir brauchen Ah, Eier. sowas Ärgerliches. Aber ich Ah. finde es schön, dass man das tatsächlich sich selber umbringen kann. Also, Ja, so ein dass das bisschen wie in alten eingebaut ist. Adventures, ne? Ja, Ja. genau. Also so in Indiana Jones oder so konntest du auch sterben. Und später dann bei Monkey Island, so also den neueren Adventures, Genau. sag ich mal, da ging das dann nicht mehr. Konntest du dann nicht mehr sterben. Genau, wir machen die Leslie glücklich, dann gehen wir einfach nochmal ins Geschäft, kaufen direkt Ja, hier und kaufen den das. Scheiß und sind wieder raus. Ja. Genau, das Forces of War 4 direkt für die Type. Genau, und dann zack hier unten raus. Lassen wir uns nochmal vergewaltigen. Vielleicht können wir das nächste Mal auch die Alte küssen. Okay. So, So, haben wir doch schon die Hälfte wieder Schere. geschafft hier. Genau, naja, hast recht, hast recht. Genau, dann zack. Rechts zum Forces of War 4. Das war das zweite von unten. So, das war An der hier. rechten Theke, Ich ja, nehme trotzdem glaube noch ich. das eine mit für Lau. Genau, das Gratis-Spiel nehmen wir mit. Genau. Forces of War 4 wird Ja, wir haben es eingesackt. gesehen. Ja, komm. Damit die Leslie glücklich ist. Und will doch seine Partnerin glücklich machen. Nicht nur egoistisch sein. Genau, und dann zack, raus da. Ich hoffe, wir können Sie haben parkieren. vergessen zu bezahlen. Ah ja, nice Quatsch heißt das Kapitel auch, okay. Genau, jetzt gehen wir wieder nach links, werden vergewaltigt. Ah, ich dachte, ich komme über die. Das wollen wir mal ignorieren? Ja, genau, lass mal ignorieren. Ich würde dir trotzdem folgen, genau. Dille, 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 dille. Düm, 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 düm. Genau, jetzt werden wir hier wieder angegriffen. So, jetzt gibt's Kloppe von den starken Weibern. Bla 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 Genau, bla. genau. Ja, geht ja doch schnell. Ich denke, das Spiel geht auch Geht wahrscheinlich schon. doch gar nicht so lang. Ja. Also wenn wir schon da in Kapitel 4 vor uns waren. So, So, wir wollten sie betüdel uns küssen, ne? nicht. Ja, lass mal sehen, was passiert, wenn wir die küssen würden. So. Ja, danke. Fest mit einem Kuss? Ja. Ah, hier ist Oh. meine Telefonnummer, okay. Sehr schön. Eigentlich nett. So, jetzt Ja, klingelt das Telefon. Theoretisch. was gerade passiert, ich will zu nach Hause. Genau, die wird nochmal dasselbe sagen. Weiter. Ja, manchmal machen die Sprechblasen so Pausen, wo ich klicken kann, Ach wie ich will. so, Das ist ein bisschen ach, echt, seltsam, aber alles klar. So, vielleicht kannst du jetzt mal ich würde speichern, weiter, bevor genau. du. Genau. Wir haben hier Erzähl mir dieses auch tolle dieses Menü. tolle, Das haben genau. wir euch noch gar nicht gezeigt. Und hier Hit haben sie Save schon Game. übersetzt irgendwie mit Google Genau, hier steht, in Translator. welchen Stand speichern, Spielstand 1.
Ich vermute mal, Kann ich die haben hier das, glaube was? ich, mit Nee. diesem RPG-Maker gemacht. Also das ist direkt so eine Engine, mit der kann man solche kleinen Spiele selber machen. Ich vermute mal, dass dieser Menüpunkt schon auf Deutsch war, durch den RPG-Maker, durch die Engine. Und ihr seht, wir sind hier der Hausmann, haben sogar Nie Level 1. 41 Mana-Punkte. Ach, wir Mana, okay, MP, Wir ja, haben klar. keine Gegenstände. Ah, okay. Wir haben auch keine Skills außer Housekeeping, ja. Du bist der Zauber Hausmann, machen. ja. Genau. Achso, wir haben aber Aha. irgendwelche Rüstung an. Ja, ist wahrscheinlich. Ja, gut. Clothes, Alter. Aber warte Also mal, ich Kleidung. war. Tja, kann ich hier. Oh! Drop. Oh Laufe ja, ich kannst jetzt nackt ablegen. rum? Oh ja, guck mal, guck mal. Ah, Nee, nee. hast du immer noch das blaue Hemd an. Gut, dann jetzt Wir wollten nicht uns jetzt ganz so sauber viele machen. Schlafmittel Ja. nehmen. Vielleicht gar keine ist vielleicht besser. Öde. So, Seife. So. Oh, was hab ich jetzt genau? Ich hab mich einfach nur Ja, sauber du hast gemacht clean dann. up gemacht, das erste. Ist alles gut. Jetzt muss aber Peter anrufen. Das Telefon war hier irgendwo, oder? Ja, links war das. Nee, am Start, genau links unten, glaube ich. Nee, das ist Hier am mein Rechner Rechner. vielleicht? Achso, nee, dann war es Ach hier. so. Aber ich bin schon vorbeigelaufen, oder ist nicht gerade? Vielleicht, vielleicht. Hier, Wo ist das das sieht doch Telefon? da Da auf aus, dem oder? Nachttisch? Vielleicht? Nee. Dann ist es wahrscheinlich im Raum in dem großen. Mal hier, eine Xbox. Naja. Oder sowas. Vielleicht hilft So, es, also sein hier Spiel zu nicht. spielen, hat er gesagt. Okay. Ja, wir schaffen das. Hier musst du irgendwo ein Ah, Telefon ich sehen. glaube, Da hier steht's ist es doch, neben der oder? Mikrowelle. Oh, vor oben, ja, genau. Ja, jetzt rufen wir den Peter an. Schön von dir zu Sehen, was hören. passiert ist. Genau. Was? Ein Bürst, ein Geburtstagsgeschenk für Kati. Ach so, er kann dir jetzt, glaube ich, nicht helfen oder was? Wahrscheinlich, weil er halt noch was machen muss. Kannst du es protestieren? Ja, ich brauche wirklich dich als Freund hier. Ja, Mach alles mal einen gut. Protest. Ah, War okay, zu na spät. gut. Ich wusste, dass du es verstehen würdest, ja. Er steckt natürlich zurück. Als gute Frau, Mann. Ah, So, jetzt kommt die jetzt Kiffi können noch ans Telefon. Wie geht's dir? wir. Jetzt, mach mal Als. beten, dann tut die dich bestimmt zunölen. Ja, lächel doch mal. Hast du es mal mit Lächeln versucht? Wurde angegriffen, was? Angegriffen von Teenagern? Weiß nicht, was ich sagen soll. Warst du bei der Polizei? Wir gehen zusammen morgen. Na, die ist doch nett. Okay. Später halt dir, So. kannst du sagen, warum? Also zur Polizei gehen ist doch richtig. Ja, weil man Wenn das als du. Frau nicht macht, als Mann, Ja, Entschuldigung. natürlich. Ja. Genau. That's my boy. Alter, ja, That's klar. See you later, Bistro. Okay. my boy. Muss ich jetzt Du wirklich brauchst pennen Schlaf. gehen Ah, du oder musst wahrscheinlich keine wirklich die Schlafmittel nehmen. Du kannst einfach so zum Bett gehen. Hier ist ja das Bett. Vielleicht kannst du dich einfach so hinlegen. Du brauchst Schlaf. Und Dann ich fühlst du werde dich dann danach bestimmt besser. angepisst oder angeschissen, weil ich nicht sauber gemacht habe. Ja, genau, alles klar. Sie hatte noch ein Meeting. Wie geht's dir? Ja, still bad, würde ich sagen. Lass mich schlafen. Ah, okay. Heute ist ja das Dinner, also sie will dich nicht schlafen lassen. Will you try for me, okay? Gut, die harten Fragen werden hier gestellt. Man muss ja immer zurückstecken als Frau, also werden wir, ne? Ja, genau. Du bist so tapfer. Warum nimmst du nicht Escitalopram? Also auch wieder irgendeine Arznei. Und wir müssen auch noch kochen. Ist das schlimm? Ach so, geil, na klar. Ah, jetzt kommt's. Nächstes Mal, wenn du rausgehst, solltest du nicht so offenherzige Shorts tragen, also die so viel zeigen. Es war Geil. nämlich deine Schuld. Genau. Sollst dich lieber bescheiden anziehen. Ah, oh, diese Talking Points. Ja, komm, gib dem Feuer. Habe ich doch. Genau, ich frage, was ich will. Ist keine Einladung für irgendwas. Ich wollte nur helfen. Aha. Sehen uns später. Boah, wollen wir das Dann. Thema Kleidung jetzt hier aufmachen oder einfach weiterzucken? Nee, nee, nee. Nee, Oh, hat man schon auf. Ja. Antidepressiva nehme ich. Sehr gut. Ah, okay, alles klar, alles klar. Ja, feuerfrei, oder? Ja, nimm die Pille, wenn es nur eine ist.
So, der nimmt das Zeug, fühlt sich Hui! glücklich. Alles so leuchtet so. Jetzt kannst du kochen. Genau. Und dich noch schick anziehen. Muss ich kochen? Ach, scheiße. Ja, ich glaube. Geh nochmal an den Kühlschrank und such das Essen raus. Genau, let's cook. Oh, oder trinkt Oder ein das Bier Bier? trinken. Oh. Nee, Mit den nicht Pillen, da ist mischen. schon mal Da tot, passiert ne? wieder was. Ja. Genau. Mischkonsum ist nämlich schädlich, liebe Ja, Kinder. genau. So, mal sehen, was wir haben im Kühlschrank. Ach so, jetzt hat er es fertig gemacht. Alles klar, alles klar. Das passiert von alleine. Braucht ihr so ein Ist bisschen. das. Oh, natürlich ist gedeckt. Super. Riecht gut, du bist der beste Koch und Ehemann. Das ist halt wirklich gespiegelt. Ja, es ist ein bisschen sehr banal. Ich glaube, das hat man doch auch diesen Frauen damals in den 70ern gesagt, hier, dann nimm so einen Happy-Macher oder nimm doch mal ein Schnäpschen, wenn du schlecht drauf bist. Ja, Ja. klar. Oh. Frauengold zum Beispiel, Ja, kannst du auch diesen genau. trinken. Frauengold. Wenn du so hysterisch bist gegen die Werbung. So Das die war die, hysterische eigentlich ist Frau. das die damalige Snickers-Werbung gewesen, dieses, ne? Ja, du bist nicht du selbst, wenn du hysterisch Genau. bist. Nimm mal Frauengold. So, und dann gehen wir zu Dr. Brinkbaum. In Aha, Klammern Early Life. aha. Ja, den wollen wir early live. Oh, noch stärkere als Antidepressiva. Ah, Geil. ja. Ja. Die böse Leslie, die will natürlich das mit Medikamenten lösen, das Problem. Öffne die Tür, okay. So, kommen jetzt die Leute? Ja. Ah ja, der Peter und die Käffi wahrscheinlich. Soll die uns drücken oder Ah, nicht? okay, das soll so ein bisschen übergriffig sein, aber ich meine, wenn das eine gute Freundin ist, klar, lass die Ja. umarmen. Ups. Achso, du hast jetzt Shy Away gemacht, also Oh. du bist zurückgegangen. Aber ich sag noch, tut mir leid. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf uns zählen. Erst mit ein paar Drinks. Muss ich das jetzt machen oder was? Ja. Ja, okay, Rotwein für die Gäste. Den bringst du das wahrscheinlich. Danke, sagt sie. Okay. Jetzt kommen noch mehr Gäste. Alles klar. Der Ach Karl, du wie der aussieht, der Scheiße. Bart. So schrecklich. Das ist meine Frau Mary. Oh. Ach, oh, die Mary, die dich gerettet hat. Alles klar. Vor allem die Leslie ist die einzige, die nicht so wie so ein Anime-Ding aussieht. Das ist ganz lustig, ja. Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt auch so ein bisschen komisch, wie die Mädels Will ich halt über das die jetzt Männer wieder geredet machen haben, hier? wisst ihr? Ja. Aber wisst ihr, was ich meine? Das sollte natürlich auch so ein Ding sein, dass die Kerle über die Frauen unterhalten. Ne? Und das ist auch eine tolle Freundin. Und Leslie ist der Progeber. Das Entrée. Oh, je. Ah, okay, die Vorspeise. Toast an den Typen. Ah, so, jetzt wird man hier noch ein bisschen. Kriegt man ein bisschen sehr aufreizende Komplimente. So. Uiuiui. Mary war ein Jahr in Barcelona, alles klar. Das ist ein bisschen, Das ist eigentlich so ist es nur schön. Smalltalk jetzt hier. Ja, sehr Smalltalk, genau. Bist du dir sicher, dass dir es okay geht? Ach so, wir können vor allem nur sagen yes oder no worries. Also ja oder mach dir keine Sorgen. Aha. Naja. Aha, die sieht das Oh, vor, dass wir hier Antidepressiva genommen haben. Okay. genau, interessant. Okay. Aha, Karl wendet ein, auch er nimmt mal das Zeug, Also um alle nehmen Zeug, runterzukommen. alles gut. Genau. Nein. A apple Ah, a jetzt day geht das. keeps the doctor away, oder was? Ja. Pill a day gibst du Mut. Ja, also jetzt geht es irgendwie nochmal um ein ganz anderes Thema, habe ich Gefühl. Also um so. Naja, Medikamentenmissbrauch vielleicht oder so. Ja. Okay. Aber halt mit dem Spin immer, dass Fuck das. off, Leslie, sagt Käfe direkt. Oh, Also das ist sie aber ist damit schnell gar nicht eskaliert. einverstanden. Ja, der Boy, genau. Sie ist damit gar nicht einverstanden, hier so Pillen zu nehmen gegen jetzt dieses Problem. Wieso lacht er Jeder jetzt lacht. hier? Okay. Aha, Das ist aha. so peinlich berührtes Ja, Lachen vielleicht so ein oder was? bisschen wie unter Kerlen, weißt du? Ach Oder wir haben so. was überlesen, dass sie irgendwie eine Bemerkung über die gemacht hat. Vielleicht haben wir was überlesen. So, Latte des Plat de Widerstandes? Résistance. Also. Ja, okay. Was kommt denn jetzt für ein Gericht?
Aha. Ist jetzt dieser Kaffeemaschinen-Talk oder was? Ja, vor allem jetzt natürlich auffällig, dass sie sich nur über die Frauen unterhalten, wisst ihr? Auch ja. Da wieder so dieses gespiegelte, naja, für Frauen ist der einzige Gegner im Leben ihrer Männer, so. Ja. Was natürlich nicht so ist. Ein Toast gibt's jetzt noch. Wenn euer kleiner Chat over ist. Wenn ihr eigentlich mal aufhört, wenn ihr fertig seid mit Tratschen, ja. Genau, ja, ein Tratschtanchen. Mhm. Okay, jetzt erzähl ich von dem Videospiel, wo sie irgendwie direkt abgeballert hat in Forza 4. Es ist halt wirklich gespiegelt. Ja. Aber so, wie soll ich sagen, so falsch. Ja. Das Problem, das ist halt immer das Problem bei diesen Spiegelgeschichten, gerade bei Mann, Frau, du kannst das nicht übersetzen, weil Männer und Frauen halt auch biologisch so unterschiedlich sind, also diese ganze Situation könnten so nicht passieren. Zum Beispiel vor uns, wo der angegriffen wurde von den zwei Weibern. Also, ja. Das geht normalerweise so nicht. Oder ja, aber du hast ja in dieser Spielwelt hast ja Mana-Punkte. Die haben den nämlich voll fertig gezaubert. Stimmt. Aber auch hier, auch das Thema jetzt, dass die Frauen sich halt so über dieses Forces of War 4, über das Kriegsspiel unterhalten. Frauen sind nicht die Zielgruppe für solche Spiele. Und generell sind Frauen viel weniger Zielgruppe für Videospiele. Also will sagen, Frauen spielen einfach weniger Videospiele, zumindest weniger, naja, Vollpreisspiele, so 60, 70 Euro Titel. Also klar, ihr werdet mir jetzt mit Statistiken kommen, ich kenne die auch, dass die Hälfte aller Gamer sind Frauen, aber wenn ihr mal solche Statistiken euch reinzieht, die meisten Spiele, die Frauen spielen, das sind solche sogenannten Match-Free-Games, also wo du drei Steine irgendwie aneinander rein musst, also solche Handyspiele, sowas spielen viele Frauen. Ja. Bei so halt, Spielen wie Call of Duty sind es natürlich Männer in der Überzahl, ganz klar. Es ist halt eine Fantasiewelt, wo alles gespiegelt ist, ist schon. Ja. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass es gar nicht so. Diese Spiegelung, das ist halt immer schwierig, das verfehlt das Ziel. Aber ein Punkt, den ich hier anbringen möchte, also wenn man sozusagen in einer gemischten Gruppe unterwegs ist, wie hier bei diesem Dinner, dann wird man als Kerl in der Regel nicht anfangen, über irgendein Computerspiel zu quatschen. Nee, gar nicht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Macht das man dann, wenn man dann mal irgendwie separat ist. Genau, ja. Also so wie gerade eben, wo die drei Kerle hier am Herd standen, dann hätte man das vielleicht angebracht, hey, hier habt ihr das neue Spiel so und so gespielt. Aber ja, so am Tisch mit Frauen würde man das jetzt nicht machen, auf keinen Fall. Ich will Unreal Tournament spielen. Ja, genau. Das ist so. Oh. Ja, kommt ja die Frage, ob wir das Spiel gekauft haben. Du hast das Spiel gekauft, ja, okay. Warte für mich nicht im Bett heute Nacht, okay. Okay, ein paar harte Zentimeter Heckler und Koch MP7 sind alles, was ich heute brauche. Genau. Okay, alles klar. Du spielst auch Videospiele, Neil. Ja. Nee. Jetzt kommt kommt dieses Ding. Seit ich mir ein Tablet gekauft habe, ich wieder dieses Sweet Crush Legend. Also Candy Crush. Ja. Genau. Ja, so kann man es auch sagen. Für mich Mist, ich brauche eine neue Pille. Ja, genau. So, ein bisschen bla bla. Genau. Jetzt haben wir es sehr. Jetzt kotze ich bestimmt gleich. Vielleicht, ja. Aha, jetzt werden wir nach Mary gefragt. Die hat uns ja geholfen. Genau. Okay. Sie hat nie gerettet. Danke. Warum hast du mir das nicht erzählt? Oh, wir können jetzt sagen, ich habe es vergessen oder ich habe sie belohnt. Alles klar. Oh, das wollen wir ein bisschen hier die Sache anfeuern? Nee, also, ich weiß nicht. Also, auch ein Mädel würde das ja nie sagen, ihrem Freund, ich habe den dann geküsst zur Belohnung. Also, da steht doch nur, ich habe mich bedankt oder ich habe sie, weißt du? Ja, aber da wird bestimmt gefragt, wie. Also, ja, wenn wir jetzt sagen, ich habe vor Gott ist ja auch doof. Ja, mach mal Ivy Worte, hast recht. Ah, verdammt. Okay, ich bin verwirrt. Keine Sorge, Neil, es ist okay. Mhm. Er wird dankbarer sein, wenn er sich besser fühlt. Verdammte Scheiße. Alles klar. Ein Toast auf Mary. Sie ist der weiße Ritter, genau. Ja. Der weiße Ritter, der den Mann rettet. Alles klar. Fuck it, to Neil, who's here with us. Ja, die Kathy ist viel mehr auf unserer Seite. Der richtige Ally hier. Ja, Kathy ist so ein bisschen der White Knight hier eigentlich. Zu dieser Feministen-White Knight.
Oh, wir haben unseren Job sogar aufgegeben fürs Haus. Ah, okay, Leben. Okay. Aber es ist das Beste, wenn wir zu Hause bleiben, denkt Leslie. Warte, krieg ich dann auch das Kind in dieser Welt? Ja, guck mal, oh. Ich höre den Storch kommen. Ja, eben, das ist ja das Komische. Also, wie soll das denn hier laufen? In dieser Welt. Aber bitte, Mary, sei so nett und erzähl uns, wie du Neil gerettet hast. Eine links, eine rechts. Genau, jetzt erzählt sie das. Party ist vorbei. Gott sei Dank, das war echt schlimm. Ah, jetzt ist dieser Effekt von dem Medikament weg. Ah, oh, jetzt will sie Sex. Aha. Und ich habe Kopfschmerzen, wie es aussieht. Ja, also ist es ein Nein, sagt sie ja. Wenn du ein Nein meinst, dann sag Nein, ja. Was auch immer. Ich gehe, ja, Fernsehen schauen. Ja, jetzt ist sie natürlich sauer, weil es kein Sex gibt, alles klar. Oh, was ist jetzt los? Er ist Alette. Was? Ah, ne, Alette ist doch die, die hat doch den Job weggenommen, unsere Frau. So, die ist es, ja. Ja. Genau, alles klar. Du hast meine Karriere zerstört, okay. Jetzt wäre wer geklaut. Ich klaue das dir liebste Ding. Das ist halt jetzt wirklich dieses Super Mario-Ding. Und genau, sie muss jetzt den Typen retten. Chapter 5, The Princeling in Distress. Genau, ich habe vorhin die Damsel in Distress angesprochen. Ja. Aha, jetzt bist du hier in so einem abgefuckten Kerker. So einer schönen Zelle hier, okay. Genau. Aha, du kommst nicht raus aus den Eisenstangen. Ja, vielleicht eine Waffe oder so wäre gut, ja. Alles klar, du kannst die Kiste dahin schieben. Ja, jetzt kannst du durchs Fenster. Probier das mal. Es braucht noch ein Seil, um runterzukommen. Seil, ja, vielleicht liegt das hier. Ah, da oben, hier, oben rechts ist es dann, im nächsten Raum. Karl ist auch hier, ah. Du siehst schlimm aus. Wir kommen in Alettes Dungeon, okay. Er wurde auch entführt. Es ist dein erstes Mal. Du gewöhnst dich dran, ja, okay. Es ist mein 10. Mal. Ja, das ist halt wieder dieses formale Ding, was du verarscht. Ich geh mal gleich zu. Escape, genau. Oh, es ist wirklich so banal eigentlich. Ja. Dieser Ort ist schrecklich. Mhm. Lou ist falsch geschrieben. Gut, ja, ich glaube, wir müssen ja alles mal hier. Ach so. Mary ist die Erzfeindin von Alette. Alles klar. Früher waren sie mal Freunde. Sie haben in einer Militäreinheit gekämpft. Ja, weiter. Aha. Ja, komm, mach bei. Ja, aber wir wollen doch das Seil irgendwie bekommen. Deswegen dachte ich, wir müssen es ja ich dachte, wenn er bei sagen, haut er ab. Ja, weiter. Speed one. Genau, bei. Ich hol uns bei dir raus, okay. Ah, der steht immer noch im Weg, der soll sich mal verpissen. Guck mal, jetzt kannst du durch, weil das Seil ist halt im nächsten Raum oben. Hier reicht das jetzt nicht schon? Nee, du brauchst nur noch Seil. Ich hab doch hier die Bettlaken zusammenge. Ach so, alles klar. Oh, und da steht die Alte da. Mist. Die Alte. Oh, und die kloppen zurück. Alles klar. Und sie geht einfach durch das Gitter durch. Du verstehst es einfach nicht. Das ist dein. Das ist der Platz, an den du hingehörst. Die Welt da draußen funktioniert so. Ich geht nicht für dich. Du wartest einfach oder du stirbst. Ich hab die Regeln nicht gemacht. Genau, das ist so verkehrt und falsch, beschwert er sich. Ja, oh Gott, wir haben es verstanden. Oder eigentlich haben wir es nicht verstanden. Ich finde es mega albern, diesen Punkt gerade. Wo kann ich jetzt hier rüber? Ich kann nämlich nicht rüber, hier ist ja so eine Tür. Ach so. Ach so, alles klar. Und wenn du nochmal durchs Fenster gehen würdest, würde die dich wieder verkloppen, oder was? Du kannst nur schlafen, alles klar. Naja, dann... Probierst du es nochmal und dann... Ja, achso, vielleicht gibt's noch was. Vielleicht hier an einem Skelett, hat der eine Waffe oder so? Ein roter Hut und... Achso, und 2 Mushrooms. Also der hatte... Er hat irgendwie Pizza gegessen. Nichts da drin in der Kiste. Und die doch unten sind ja noch Skelette, genau, auch nichts. Und die Vase enthält auch nichts. Ja, die Pissrinne auch. Wenn du nochmal rausgehen würdest, die Pissrinne. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich schlafen. Bis wir dann gerettet werden. Ja, yay. Da kommt bestimmt die Alette, genau. Die Anse und rettet uns die Leslie. Genau. Es kommt gleich Explosionen und. Okay.
Okay, es zögert sich bis hinaus. Oh. Mhm. Oh, sie hat ihn umgebracht. Ei, oder? Was? Oder geschlagen oder so vielleicht. Ah, ne, die schlägt ihn nur. Ja, gut, da geht es auch so um das Thema Gewalt gegen Frauen, also in Spielen. Wie sage ich, jetzt habe ich noch nicht gesagt, aber das basiert ja ein bisschen auf dieser Nita Sarkeesian, diese Feministin, die sich viel mit Videospielen beschäftigt, und die hat halt so eine ganze Videoreihe gemacht. Da hat die sich zum Beispiel lang und breit beschwert, dass man in GTA Nutten erschießen kann. Und oh, er Sex haben kann. Um er stirbt jetzt wirklich gerade hier. Ah, okay, okay. Finde dich, Alex. Die Mary ist wieder die Retterin, ja. Was willst du? Befrei mich. Ich liebe dich. Quatsch. Nicht. Deine Frau muss dich gerne retten, ja. Ja, das muss die Leslie machen. Ihr seid alle fucking verrückt, okay. Ah, ja, ja. Wir haben es verstanden, euren Punkt. Euren scheiß Talking Point. Wir müssen wahrscheinlich nochmal schlafen. Ich schlafe hier auch gleich ein. Hat dieses Game wirklich. Ja, komm, schlafen. Kommt bestimmt die Leslie an. Hoffen wir es zumindest. Oh, was passiert jetzt? Ah, das ist es auch, oder? Ich glaube, das ist unsere, ja. Ja. Er hat erst mal die Gitterstäbe zerprügelt. Ja, die hat viele Mana-Punkte. Genau. Leslie, mein armes, Neil, mein armes Baby. Bin durch die Hölle für dich gegangen. Wir machen dieses Jahr was auch immer, oder? Das ist doch so richtig. Ja, lass mal so richtig enough auf die Scheißen jetzt hier. Ja, so richtig feministisch upragen. Leslie, meine Liebe. Es ist ein dreiköpfiger Affe hinter dir, okay? Das ist aus Magie Island bekannt. Oh, jetzt kloppt er sie, okay? Und haut ab. Mia, wo willst du hin? Ich gehe nach Hause, schau Fernsehen. Was zur Hölle? Aha, aha. Oh, rote oder blaue Pille, jetzt so teuer, Matrix. Rote oder blaue Pille, ja. Ach, eine Scheidung ist niemals nötig, sagt jetzt Kathy am Telefon. Oder es ist niemals einfach, hat sie gesagt, ja. Ja. Ah ja, aber sie scheiden sich, alles klar. Okay. Oh, jetzt Gott. Kommt wieder dieser Computer. Tief mit den Kaninchenbau reingestiegen. Ja. Du hast gesehen, dass das Spiel gezinkt war. Es war niemals für dich bestimmt zu gewinnen. Ja, weil du halt eine Frau bist, ein Mann. Es gibt keine männlichen Helden. Jetzt steht da Over for Women, not sure. Alter, Over for Women. Also das soll halt gehen von wegen Patriarchat zerstören. Matriarchat, bitte. Ja, gut, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ah, diese Gesellschaft ist krank, okay. Möchten Sie mehr sehen? Was ist das jetzt hier? Starship Troopers? Mehr wissen, ja, genau. Möchten Sie mehr sehen? Genau. Aha, die rote Pille resettet alles und du wirst alles vergessen. Nee, die blaue Pille wird deine Augen öffnen. Also auch genau umgedreht wieder, ist ja interessant. Ja, vor allem, ja, das ist ja auch so dieses Democrat-Ding, ne? Nimm die blaue Pille, also dieses linken Ding. Aha. Dann ist es gut. Ach so, weißt du, das kenne ich noch gar nicht. Nee, ach so, kennst du das nicht? Man sagt ja nicht nur Red Pill, das sagt man ja, wenn jemand rechts wird. Und man sagt ja auch Blue Pill, wenn jemand sich eben von Linken einbilden lässt. Das hast du noch nie gehört? Nee, den Begriff nie. Blue Pill. Ach so, ja, das hat halt viel zu tun mit den USA, weil da sind nun mal die Roten die Republikaner und die Blauen die Demokraten. Ah, okay, okay. Und, ja, ja, und wenn du Blue Pill bist, wählst du halt Demokraten, also Liberals. Ja, bist halt links unterwegs. Hier ist die Wahrheit. Zeit für eine Entscheidung. Ah, jetzt hier, die blaue Pille oder die rote Pille? Hm. Boah, naja, nimm die Truth, würde ich sagen. Also wir als Wahrheitssucher nehmen natürlich die Pille. Aber eigentlich nehmen wir die Red Pille, ihr wisst schon. Oh, warte mal, stopp. Machst du jetzt weg? Stopp, stopp. Also da stand, Männer sind das bevorzugte Geschlecht in der realen Welt. Ja. Genau, in dieser Welt hat jemand gesehen, wie du, dass das Spiel gezinkt ist. Sie hat davon geredet. Nur um diese Reaktion zu bekommen, okay? Ah, okay, alles klar. Und jetzt sehen wir hier wirklich einen Screenshot unten hier, Feminist Frequency, das ist nämlich die Anita Sarkeesian, von der ich erzählt habe. Das ist der ihr Kanal und die hat halt Haufen solche Videos, wo diese ganzen Punkte, die jetzt hier kamen, von wegen Damsel in Distress und Super Mario und GTA, die sind da alle in den Videos verfasst. So, und jetzt schreibt hier Anthony Eimer in der Wirklichkeit, welcher von euch tollen Honey Bunnies würde zu meinem Platz kommen, mir etwas zu essen kochen und meinen Schwanz lutschen. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen das verarschen. Also von diese. Achso, warte mal, stopp, Anthony ist ja ein Kerl. Alles klar, okay. Ja, soll uns zeigen, wie sexistisch die bösen Männer sind. Ja, Mensch.
Ja, hat das irgend so ein Venom-Typ gesagt? Gut, jetzt kommen hier noch mehr Beispiele, alles klar. Jake Olsen, diese Videos sind voll davon. Joe Michael Kahn regt sich auch darauf auf. Ja, ah, warte, warte, der letzte Satz hier. Oh, ah, schade. Ja. Der letzte Satz war nämlich super interessant. Da hat er gefragt, Anita, Geld, ja, wo sind die 16.000 Dollar hin? Weil dafür wurde die massiv kritisiert, und das muss man wirklich sagen, die hat übelste Spendengelder eingesammelt auf, ich glaube, GoFundMe oder sowas, weißt du, so eine Seite, wo man Spenden einsammelt, für diese Videos. Und die hat davon so unfassbar wenig gemacht. Also da kam, glaube ich, nicht mal ein Video im Monat. Und klar, die Videos waren gut gemacht, gut geschnitten, aber da erwartet man viel, viel mehr. Also jeder unbezahlte YouTube-Kanal, was weiß ich, Schlomo, Finkelstein oder so, die machen viel mehr und in der gleichen Qualität. Müsefahne Podcast. Die hat halt schön das Geld eingesammelt und dann nichts davon gemacht. So, jetzt haben wir hier noch mehr. Es ist ja auch anscheinend egal. Also, weil sie hat das jetzt als Screenshot in ihr Spiel verbaut. Ja. Ach so, ne? Nee, warte, stopp, das Spiel ist ja nicht von der Elisa Sekichen. Ah, okay, da hab ich das durcheinander gebracht. Okay. Nee, das ist von einer, die sich auf die beruft. So, jetzt haben wir noch mehr böse Männer, die auch Nigger sagen. Darf ich das überzeugen? Nee, so, ich habe sie nur vorgelesen. Zitatende. Zitatende. Oh Gott. Ja, gut. Ja, das lesen wir jetzt nicht alles durch. Aber ich finde das gar nicht so dumm, jetzt, dass sie am Ende jetzt hier nochmal diese echten Beispiele bringen, um ihren Punkt zu unterstützen. Jetzt kommt hier Kevin Dobson mehrmals, also der mehrmals dasselbe Typ, der was schreibt. Anita, du bist so hübsch und sexy. Weißt du was? Ich werde Johnny auch töten. Er ist ein Fruchtstückchen. Ich werde zu deinem Apartment kommen und dich zum Tod vergewaltigen. Oh, okay. Also hier wirklich eine Morddrohung. Das ist schnell eskaliert von oh, du bist so hübsch und sexy. Ja, ja. Ja. Deshalb ist Feminismus tot und wird nicht mehr gebraucht. Oh, ich habe jetzt nichts geklickt. Gut. Nee, macht nichts. No More Heroes, super das Spiel. Alles klar, bist ja super. Unter einer Stunde geschafft. Wir sind jetzt bei 50 Minuten. Ja, wunderbar. Warsaw Newscape, genau. Das ist diese Firma, die auch das Spiel zu den Parolen gemacht hat, das wir schon mal gespielt haben. André Schmitz, Erik Janok, jetzt eine Frau. Marina Mann, Stirk. Mann. Ja. Noch ein Mann. Noch ein Mann, noch ein Mann, noch ein Mann. Stand da, wer das programmiert hat und wer das geschrieben hat. Also. Nicht, dass ich jetzt Ideen hätte, wie das gelaufen ist, aber ich sacke nur. Also. Ja, Mensch. Fast so eine typische Rollenverteilung, möchte man meinen. Ja, irgendwie schon, als wären da die Interessen vielleicht unterschiedlich verteilt zwischen Mann und Frau. Aber auf natürliche Weise. Was will man dazu sagen? Ja, war ein schöner, kurzer Happen. Ja, sehr, 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 sehr klischeebeladen. Und ich habe ja gedacht, hier mit Lebenspunkten, Mana-Punkten, man kann vielleicht wirklich mal so campen. Ja. Aber, naja. Ich bin da fast ganz froh drum, dass sich das Spiel nicht so gedehnt haben. Also, dass dieses ganze Menü war jetzt mehr so, um dich so ein bisschen in dieses Gamer-Ding reinzuziehen. Ja. So, als wäre das wie ein Videospiel gemacht. Aber gut, es ging natürlich darum, hier um diese Message zu vermitteln, wie sexistisch Videospiele sind. Und wie sexistisch und böse ihr Gamer da draußen seid, wenn ihr Call of Duty zockt. Alle Männer. Alle Männer generell, genau. Wir müssen ja das Patriarchat umschmeißen, haben wir am Ende gelernt. Ja. Ein Träumchen. Wie fandst du's? Hat dich das überzeugt oder? Einfach öde. Also richtig öde. Ich wüsste auch nicht, ob ich das jemals in meinem früheren Leben irgendwie abgeholt hätte. Also vielleicht als Matrix gehypt war. Ich frage mich so ein bisschen, ob es den Normie abholen würde. Ich könnte denken, vielleicht sogar ja. Also ich denke, jemand, der so Normie links ist, weißt du, der jetzt nicht speziell sagt von sich, ich bin links, aber der so dem linken Spektrum zugeneigt ist, einfach weil er der Normie ist und jetzt Spiegel liest oder Zeit oder so, also normale große Medien, die nun mal sehr links sind. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn man so dieses Spiel spielt, dass man dann am Ende so ein bisschen wie dieses schlechte Gewissen hat, naja, die Welt ist schon sehr schlecht zu Frauen und mit den Videospielen, das sind ja schon schlimme Sachen eigentlich, was Frauen angeht. Und am Ende jetzt, da waren ja wirklich schlimme Sachen, die Männer gesagt haben. Ja, es ist schon könnte schwer, ich mir schon vorstellen. Als Mann in dieser Welt Essen zu kochen und dann mit dem Rest des Tages Freizeit zu haben. Echt hart. Das ist hart.
Und wahrscheinlich ist es auch so, dass sie trotzdem das Kind dann austrägt, obwohl er der Hausmann ist. Ja, das war jetzt komisch in diesem Moment. Ja. Ja. Auch da wieder, dieses Gespiegelte funktioniert halt einfach so nicht, weil Männer und Frauen nun mal nicht unterschiedlich sind. Die sind nicht austauschbar. Quatsch, Was? die sind nicht unterschiedlich. Ich meine, sie sind unterschiedlich. Sie sind nicht austauschbar. Das will ich sagen. Richtig, sie sind ja nicht mal spiegelbar. Ja, das geht halt so nicht. Also, das läuft da ein bisschen ins Leere. Das verfängt da so nicht. Ja. Naja, also es war ein bisschen lustig, aber ja, also der Wiederspielwert ist null. Nee, der ist null, klar. Also klar, ich kann jetzt noch nicht alle Pillen, sondern eine nehmen, aber Ja, oder du, genau. Ich küssen meine oder jetzt zum nicht Beispiel küssen, ja, vor cool. uns, genau, das haben wir ja sogar beide Entscheidungen gemacht. Beim ersten Durchgang haben wir sie nicht geküsst, beim zweiten schon. Und es hat jetzt nicht viel geändert. Ja. Ich glaube, der Dialog hat sich da ein bisschen geändert, aber an den Ein großen bisschen, ja. Naja. Hauptplotpunkten, naja, es wäre Genau. genauso gelaufen. Gut, ich bin zumindest froh, dass es diesmal nicht öffentlich-rechtlich finanziert wurde, das Geld, also nicht von uns, das Spiel, also mal nicht von uns. Immerhin. Deswegen will ich das gar nicht so zu Tode kritisieren, aber Jo. ja. Ja. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Gut, und Wegen mir. Ja, ja, was ist? ist Bleibt uns anstrengend genug gewogen. war's. Bis zum Ja, nächsten ich fühle mich jetzt Mal, auch ein bisschen schwach. Bis zum nächsten Mal. ich glaube, ich Tschüss. muss auch so eine Pille schlucken. Ja. Macht's gut, ciao, ciao.